Yo, home willkommen zurück zum weiteren Kanal-Update. Letzte Woche hatten wir die Deck-Abstimmung mit Shadows gegen Skystriker und es sind zwei Decks, die wirklich eine große Fanbase haben. Aber dennoch ist Shadows wahrscheinlich noch beliebter, weil sie haben nämlich 8 Stimmen bekommen, die Skystriker hier allerdings nur 4. Und daher gab es an diesem Sonntag halt das Shadows Deck-Profile. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und ihr eventuell Interesse habt, dann schaut doch sehr gerne vorbei, würde mich natürlich freuen. Ich würde aber jetzt sagen, wir beginnen direkt mit dem Upload-Plan für diese Woche. Und zwar mit dem Dienstag, dort geht es auch einfach mal weiter mit Shadows und zwar den Testhänden. Könnt ihr auf jeden Fall gespannt drauf sein und es würde mich freuen, wenn ihr dort einfach mal vorbeischaut, weil ich bin nicht der beste Shadows-Spieler, was das angeht. Momentan, sage ich mal, sauge ich alles auf, was die Shadows angeht, damit ich mich dort ein bisschen verbessere natürlich. Aber wie gesagt, schaut doch mal gerne vorbei, wenn ihr wirklich, sage ich mal, euch mit Shadows auskennt. Könnt ihr dort einfach mal Tipps in die Kommentare schreiben, was ich eventuell auch falsch gemacht habe. Und dann kommen wir zum Mittwoch. Und zwar ein Unboxing zu den Structure Deck von den Shadows. Endlich, ich weiß, das ist mehr oder weniger sehr spät nach Release. Aber besser spät als nie. Bei mir ist das ja meistens so, dass die, sag ich mal, Unboxings sehr spät kommen. Ich glaube, ich habe es bis jetzt einmal geschafft, ein Unboxing zu machen zu einem Set, was quasi direkt zu Release war. Momentan schaffe ich es leider nicht anders. Aber dafür gibt es zu diesem Unboxing direkt ein Deck-Profile. Nämlich aus 3 solcher Structure Decks habe ich halt ein Deck zusammengestellt, wo halt auch natürlich nur Karten drin sind, die im Structure Deck enthalten sind. Für diejenigen, die, sage ich mal, noch kein Deck haben, neu einsteigen wollen, ist das eine wirklich sehr gute Variante, wie zum Beispiel auch mit dem Großsalmaner Deck, weil man damit eigentlich direkt an der Local teilnehmen kann. Ich denke mal so, für ein Turnier ist das Ganze mehr oder weniger nicht geeignet, weil es halt nicht, sage ich mal, so krass stark ist, dass man direkt am Turnier teilnehmen kann. Bei Großsalmaner zum Beispiel war es ja so, also bei Soulburner, dass man damit direkt quasi an der YCS oder YCS halt teilnehmen konnte und mehr oder weniger schon was reißen konnte. Natürlich hätten noch ein paar Karten gefehlt, um wirklich, sag ich mal, mit in die Tops zu kommen. Aber dennoch, jetzt hier mit diesem Deck-Profile, ist es für Anfänger oder diejenigen, die neu einsteigen, eine coole Variante, halt mit diesem Deck dann, sag ich mal, anzufangen. Und daher gibt es an diesem Mittwoch dann das Unboxing plus halt diesen Deck-Profile aus 3 solcher Structure-Deck. Das war es dann auch erst einmal zu Shadows. Mehr wird dann wahrscheinlich erstmal nicht kommen. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit Donnerstag. Dort wird es Yugi News geben und zwar nicht TCG, sondern OCG. Nämlich mit dem Rush Duel, also dem Nemo-Format, was quasi auch im Anime so sein wird. Daher gehe ich auch davon aus, dass wir irgendwie was ins Main-Format davon bekommen werden. Wahrscheinlich die Karten, die halt im Rush Duel sind, quasi mit den normalen Kartendesign und halt auch anderen Effekten natürlich. Da werde ich auch in diesem Video drauf eingehen, was meine Meinung halt dazu ist. Ich muss ehrlich sagen, dass ich Speed-Duell für unser Nebenformat nicht so cool finde. Ich hätte Rush-Duell schon gerne bei uns, muss ich ehrlich sagen. Schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich bin auch gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich werde in diesem Video auch ein bisschen auf die Artworks eingehen, was das angeht. Ich kenne mich leider noch nicht allzu sehr mit den Regeln des Formats aus, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Werde ich aber auf jeden Fall auch nochmal machen. Wenn ihr dort Informationen zu habt und halt euch damit vielleicht schon auseinandergesetzt habt, schreibt das mal unter dieses Video, wie halt die Regeln ablaufen, was sich, sag ich mal, vom Main-Format unterscheidet. Bei Speed-Duell ist es ja quasi nur das Spielfeld, was abgeändert wurde und dann halt diese Skill-Karten, ne? Es ist halt so, dass es halt ein schnelles Spiel ist, also es soll quasi halt schnell gehen und halt auch nostalgisch sein. Aber allerdings kann man das Ganze auch im Main-Format so spielen, dass man quasi Karten nimmt oder sich ein Deck zusammenstellt aus nostalgischen Karten und dann nur mit 4000 Lifepoints spielt. Dann hat man eigentlich auch direkt ein Speed-Duell. Klar fehlen dann die Fähigkeitskarten, aber dennoch ist es im Grunde genommen das Gleiche. Bei Rush-Duell allerdings hat man natürlich auch andere Regeln und dann zusätzlich aber auch ein komplett anderes Kartendesign, was ich ehrlich gesagt interessanter finde. Könnt ihr, wie gesagt, eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Und das Ganze wird halt am Donnerstag kommen. Zu den Rush Duel werde ich, denke ich mal, auch noch mal ein paar mehr Yugi-News machen. Weil mich selber interessiert es wirklich sehr. Es wird halt auch ein Anime kommen. Daher, ja, es ist wirklich sehr interessant. Auch von den Artworks gefallen mir die Karten sehr, sehr gut. Auch vom Kartendesign. Ich denke, die meisten von euch feiern das Kartendesign nicht so. Ich würde es nämlich nicht mal schlimm finden, wenn das Main-Format so wäre. Klar, jetzt ist es halt einfach zu spät. Wir haben schon viel zu viele Karten mit dem momentanigen Design quasi, um das Ganze, sag ich mal, jetzt über den Haufen zu werfen. Die ganzen Karten, sag ich mal, umzudesignen. Daher wird das natürlich, und ich hoffe aber auch natürlich nicht so kommen werden, weil ich habe mich schon daran gewöhnt, dass die Karten halt, wie sie designt sind, so gut sind, wie sie sind. Ist das jetzt richtig gewesen? Ich hoffe ja.
Ja, schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich würde sagen, wir kommen zu Freitag. Dort wird es zu einem Deck-Thema was geben, und zwar zu den Generatoren. Dort wird es nämlich drei Kartenkombos geben, und die Generator, muss ich ehrlich sagen, interessieren mich momentan am meisten. Es ist quasi eine verbesserte Variante zu den nordischen Karten, weil es halt jede Karte an die nordische Mythologie halt angelehnt ist. Jede Karte kommt halt drinne vor. Es sind ja so, dass Yggdrasil die neuen Welten darstellt. Und bei Generator geht es auch um die Zahl 9. Die sind ja, sag ich mal, die Stufe 9. Und die Zahl 9 in der nordischen Mythologie ist halt eine sehr wichtige Zahl. Daher habe ich mir auch überlegt, dazu quasi ein Lore-Video zu machen. Und ich habe echt sehr, sehr Lust darauf. Allerdings will ich das Ganze jetzt nicht so hinschmeißen. Einfach, weil ich habe keinen richtigen PC, um das Ganze so umzusetzen, wie ich das gerne möchte. Ich möchte das Ganze nämlich nicht vor der Kamera machen, sondern halt, sag ich mal, Bilder einblenden und dazu halt mal ein bisschen was erzählen. Zu den einzelnen Karten, die Geschichte der nordischen Mythologie, das Ganze, ja, wie das Ganze halt zusammenhängt. Und daher, es wird noch ein bisschen dauern. Momentan, ja, spare ich ein bisschen darauf hin, halt einen richtigen, vernünftigen PC mir zu holen. Das Ganze ist nicht nur gut dafür, dass wir dann solche Videos machen können. Wir können zum Beispiel auch Yu-Gi-Oh! Pro da machen, wo wir, sag ich mal, Duelle gegeneinander zum Beispiel machen können, das Ganze streamen können. Oder zum Beispiel auch, ihr stellt mir ein Deck vor mit euren, sag ich mal, Deck-Profile. Und ich spiele mit diesem Deck und am Ende, sag ich mal, bewerte ich das Ganze, was ich vielleicht sogar noch anders machen würde. Halt sowas in die Richtung, das kann ich momentan halt nicht machen, weil ich den PC dazu nicht habe. Des Weiteren kann ich dann auch endlich in 4K aufnehmen, was diese Kamera, sag ich mal, ausmacht. Sie ist halt für 4K geeignet. Und ich nehme aber ein HD auf, weil ich es nicht anders kann, wegen dem PC. Ja. Ich hoffe aber allerdings, dass ich dann, so gut es geht, wirklich schnell diesen PC zusammenbekomme. Das Ganze wird aber allerdings halt dauern, weil es, sag ich mal, nicht günstig ist. Das so viel dazu. Dann kommen wir zu Samstag, also nochmal den Ball zu Generator wird halt noch mehr kommen, keine Sorge. Infinity Code bringt auch nochmal Odin und Loki dazu. Was auf jeden Fall das Ganze nochmal abrundet, ich denke, weil mit diesen beiden Karten gibt es dann 9 Monster und jede dieser Monster stellt, sag ich mal so, die Hauptperson der einzelnen Welten dar. Daher denke ich nicht, dass es noch weitere Monster geben wird. Hoffe allerdings schon, dass da irgendwie noch in die Richtung Monster kommen werden. Schauen wir mal, aber auf jeden Fall ist die Zahl 9 jetzt so erreicht. Und wie gesagt, das ist eine sehr wichtige Zahl in der nordischen Mythologie. Von daher gehe ich eher weniger davon aus, dass Generator noch irgendwie Monster dazu bekommen wird. Eventuell bekommt sie ja noch weitere Zauber und Pfeilkarten, was sehr cool wäre. Ansonsten natürlich auch noch das Exis-Monster, also ein weiteres Exis-Monster mit Rang 9. Wäre natürlich auch sehr cool. Und ja, auf jeden Fall soweit jetzt erstmal zu den Generatoren. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zu Samstag und dort geht es endlich los mit meinem Format, und zwar dem Card-Factor-Format. Da muss ich auch sagen, dort wäre der neue PC auf jeden Fall cooler, weil ich dann noch mehr Möglichkeiten habe, das Ganze ein bisschen cooler umzusetzen. Dennoch finde ich eigentlich, dass ich das ganz gut hinbekommen habe bis jetzt. Was wichtig ist, dass hier diese Sendung, was heißt Sendung, ich nenne es schon Sendung, dass ihr dieses Format auf jeden Fall mit Humor nehmen solltet. Es geht halt einfach in die Richtung, ich habe Spaß an den Videos. Das kann man jetzt auch nicht so sagen, das habe ich ja eigentlich an jedem Video, was ich mache, aber da kann ich halt einfach alles machen, was ich möchte, sage ich mal, und das Ganze dann ein bisschen mit Yu-Gi-Oh! Zu verbinden. Ich finde das irgendwie, erinnert ein bisschen an die Intros von früher, sage ich mal, mit halt den Yu-Gi-Boten. Dort könnt ihr mal auch in die Kommentare schreiben, was ihr zu den Yu-Gi-Boten sagt, da ich dazu ja eigentlich gar nichts mehr mache. Ich schaue mal, ob ich die vielleicht irgendwann wieder mit einbaue. Momentan habe ich aber irgendwie keine Lust auf Igor etc., also auf die Charaktere, die zu spielen. Es tut mir auf jeden Fall leid für diejenigen, die sie gefeiert haben, aber ja, im Card-Factor-Format zum Beispiel kommt halt ein Charakter, der, sag ich mal, Jonathan Frank spielt, und derjenige, der die Geschichten erzählt, das bin halt dann, sag ich mal, ich und Yami Ragnar, also die böse Version in Anführungszeichen, wenn man das ganze Wort wirklich übersetzt. Ja, aber es geht halt nicht in die Richtung Konami-Boten. Dennoch, das ganze Format hier mit Card Factor beginnt dann am Samstag und der ersten Folge. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Hier müsst ihr allerdings das so machen, dass ihr mitratet, ohne das Ganze irgendwie zu googeln. Wenn ihr die Karten, sag ich mal, vom Kopf aus kennt, Respekt, Leute. Also dann feiere ich das auf jeden Fall, weil das Ganze soll es halt auch, sag ich mal, ausmachen. Für diejenigen, die sich wirklich sehr gut mit den Karten, ja, sag ich mal, auskennen, können hier auf jeden Fall, sag ich mal, die meisten Karten richtig erraten, was ich falsch eingebaut habe, und dann letztendlich dann das Ganze richtig aufzulösen. Und dort müsst ihr dann wahrscheinlich auch am besten immer Stopp drücken, weil ich werde halt
momentan immer drei Karten vorstellen. Erst einmal so, wie ich meine Geschichte dazu erzähle und dann am Ende das Ganze auflösen. Und dann schreibt ihr am besten, wenn alle drei Karten durch sind, bevor dann aber die Auflösung kommt, drückt ihr halt einfach Stopp und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt, was richtig war und was ihr denkt, was falsch war und dazu dann, was genau in den Karten ich falsch quasi erklärt habe. Könnt ihr dann mal in die Kommentare schreiben. Ich bin gespannt, wie das Ganze bei euch ankommt. Und dann zu Sonntag, jetzt kommen wir zur Deckabstimmung, dann sind wir auch erstmal für heute durch. Und zwar natürlich den Skystrikern, erbarmt euch, diese dann endlich aus der Rotation rauszubekommen. Die bekommen ja einen Dual Overlord, wie gesagt, halt ein Link 2 Monster. Was wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller wäre, das Ganze dann erst zu machen, wenn halt das Link 2 Monster da ist, um das direkt quasi mit einzubauen. Aber ihr müsst natürlich entscheiden, wenn ihr das sehen möchtet, haut Hashtag Skystriker wieder in die Kommentare. Ansonsten kommen jetzt mitten in die Rotation die Zombies. Und ich muss ehrlich sagen, für diejenigen, die das Spiel noch nicht lange spielen und vielleicht gar nicht wissen, was sie spielen sollen für ein Deck, empfehle ich euch, die Zombies zusammenzustellen. Es ist jetzt nicht so ein allzu teures Deck. Natürlich sind ein paar Karten etwas teurer als andere, aber es ist ein Deck, was, sag ich mal, mehr oder weniger eigentlich günstig ist und es von der Mechanik wirklich sehr Spaß macht zu spielen. Von daher ist es ein Deck für diejenigen, die halt neu anfangen, aber auch für diejenigen, die länger dabei sind. Es ist einfach ein, ja, sag ich mal, Typ von Karte, die wirklich sehr Spaß macht zu spielen. Und des Weiteren aber auch wirklich sehr coole Artworks hat. Von daher, ja, es ist ein anderes Stellenwert als die Skystriker, zumindest bei mir, was die Zombies angeht. Es ist ja auch schon wirklich eine lange Geschichte um die Zombies in Konami, ja, sag ich mal, aufgebaut, weil sie so lange dabei sind. Selbst in der ersten Staffel von Yu-Gi-Oh! Mit Bones und dem Pumpkin-König, den wir jetzt quasi mit Jacob Bolan neu dazu bekommen haben, wenn es eine andere Variante ist, aber es geht schon in die Richtung Pumpkin, wie ich finde. Und der macht das Deck auch wesentlich besser, was das angeht. Ein bisschen konstanter, wie ich finde. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr das Ganze sehen möchtet mit Hashtag Zombies. Oder wie bereits erwähnt, mit Hashtag Skystriker. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch für heute durch. Wenn euch die Woche gefällt, haut sehr gerne aktiven Daumen nach oben rein. Wenn ihr allerdings sagt, die Woche gefällt euch gar nicht, könnt ihr natürlich auch einen Dislike reinhauen. Bitte macht nur dann, wenn ihr einen konstruktiven Kommentar dazu schreiben könnt. Ansonsten, wie immer, wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend, je nachdem, wann ihr es wieder seht. Wiederschauen und reingehauen.